So, hallo zusammen, hier ist wieder euer Spartakus und wir spielen heute eine Runde Noah Planet von Kevin Wilhelm. Das ist erschienen bei irgendeinem taiwanesischen Verlag, kann ich euch gar nicht mal sagen, bei wem. Kleines Spielchen, ihr seht es, wirklich also ja, vergleichbar mit Micro City vielleicht, ne, noch kleiner, aber dafür etwas höher. Kompaktes Spiel, eigentlich nur Karten dabei. Und einen Scoring-Block zeige ich euch gleich. Habe ich in Essen auf der Messe in Halle 5, nein, 6 war es, in Halle 6, so fast kurz vorm Ausgang sozusagen, an dem Messe-Samstag mir organisiert. Ich hatte die Möglichkeit, am Samstagmittag bei dem Meet and Play-Event mit anderen YouTubern und so weiter, haben wir am Tisch von Ben vom Brettspielblock gesessen und haben dieses Spiel, da hatte jemand das gekauft. Schöne Grüße an Marc. Haben wir das erst zu viert gespielt, dann zu dritt gespielt und dann habe ich mir gedacht, okay, das musst du dir besorgen, das ist gar nicht so schlecht und der Solo-Modus hat auch was. Den gucken wir uns heute an. Ein Spiel eigentlich für 1 bis 5 Spieler ab 8 Jahre und soll 7 Minuten pro Spieler dauern. Ich glaube, es sind ein bisschen mehr, so haben wir jedenfalls gebraucht. Ich denke aber, wenn jeder es kann, dann kommt das fast hin mit den 7 Minuten pro Spieler. Die Hintergrundgeschichte ist ein bisschen abgedreht. Es geht um das Jahr 20.120. Der Weltkrieg 6 ist ausgebrochen und wir haben die verwüstete Erde verlassen, haben einen neuen erdähnlichen Planeten gefunden und wollen dort und sollen dort ein eigenes Ökosystem aufbauen. Aber genau das werden wir jetzt auch tun, unabhängig von der Hintergrundgeschichte. Das Thema stört nicht, wie man so schön sagt. Die Regeln sind in Englisch und auch die Kartentexte sind alle in Englisch. Das Spiel ist nicht sprachneutral und ich glaube auch nicht, dass es das auf Deutsch geben wird. Ich habe jedenfalls nichts davon wahrgenommen, habe aber auch nicht gefragt am Stand. Das Englisch ist okay. Es sind ein paar kleinere, ich sage mal, Übersetzungs- oder Textfehler drin. Man merkt, dass Taiwanesen das wohl fertig geschrieben haben. Publisher ist Board Game Rookie, so heißt der Verlag. Aha, hier steht es auch drauf. Sehr gut. Ja, die Regeln lassen aber sonst soweit keine Geheimnisse offen. Ich erkläre es euch aber. Was haben wir? Wir haben Umgebungskarten, die wir, um die Schwierigkeit zu erhöhen, mit reinmischen können. Nein, wir legen eine offen zu Beginn des Spiels hin. Die gilt dann für alle, fürs gesamte Spiel, erschwert das Spiel. Habe ich noch nicht mitgespielt. Die Wirkungen klingen aber durchaus interessant. Das dürfte das Spiel deutlich erschweren teilweise. Dann haben wir für jeden Spieler eine Referenzkarte, zweiseitig, wo die Aktionen, die man hat, beschrieben sind. Brauchen wir auch nicht. Dann haben wir eine Reihe von Pflanzenkarten. Ich zeige es euch in der Detailkamera. Kleinen Moment. So, gucken wir mal rein. Ein bisschen rein zoomen. So vielleicht, genau. Hier habt ihr zum Beispiel eine Frucht. Ihr seht hier oben einen Fig, das ist der Name des Strauchs, irgendein englischer Name, der sagt mir jetzt aber nichts. Ihr seht, dass sie zu den Fruchtpflanzen gehört. Sie hat die Tier 0, also die Level 0 und sie gibt auch 0 Punkte. Von denen gibt es ein paar. Dann gibt es hier zum Beispiel Blumen, eine Orchidee. Oder es gibt den Bambus. Und was haben wir noch in den Basispflanzen? Ich glaube, das sind sie soweit. Der Bambus, die Orchidee und der Fruchtstrauch. Genau, das sind diese drei Pflanzenarten. Davon gibt es hier 30 Karten. Die mischen wir. Wir selbst kriegen zwei davon als Startpflanzen. Haben wir eine Orchidee und einen Bambus. Sehr schön. Und den anderen Stapel legen wir hin und decken die oberste Karte auch auf. Da liegt noch eine Orchidee. Dann haben wir hier 118 Noah Planet Karten. Das sind verschiedenste Tiere und vielleicht auch weitere mächtigere, in Anführungszeichen, Pflanzen. Und jede davon, ich zeige euch mal eine, ich suche gerade mal was raus. Das hier ist vielleicht auch gut zum Raussuchen. Dann brauchen wir sowas noch. Und sowas noch. Gucken wir uns mal ein paar an. Wir gehen in die Detailkamera. Als erstes zeige ich euch eine etwas höherwertigere, in Anführungszeichen, Pflanze. Die gibt Fragezeichen Punkte. Da steht dann hier unten im Text, wann sie wie Punkte gibt. Das ist die Venusfliegenfalle.
In allen Pflanzenfällen findet ihr aber, auch hier in den Basispflanzen, das Symbol eines Blattes. Und manchmal auch, jetzt habe ich keine zur Hand, vielleicht sogar zwei Blätter. Aber hier im Wesentlichen immer ein Blatt. Dann findet ihr Tiere, in diesem Falle den Brüllaffen im Level 2, ein Säugetier, gibt zwei Punkte. Der frisst Pflanzen und er selbst ist ein Säugetier, also ein ganz normales Lebewesen. Dann gibt es andere Tiere, wie den eurasischen Otter, ist auch ein Säugetier, auch Level 2. Der braucht aber entweder Insekten oder andere Säugetiere oder Vögel, die er fressen kann. Die dürfen dann aber, weil es nicht draufsteht, höchstens Level 1 oder Level 0 sein. Wir haben von Insekten gesprochen. Mal gucken, was wir haben. Ich suche gerade mal eine. Das ist natürlich dann, wenn man sie sucht, findet man sie nicht. Ich habe jetzt kein Insekt. Da ist eins. Hier haben wir es. Zum Beispiel eine Libelle. Die ist ein Insekt und frisst andere Insekten. Es gibt aber auch Insekten, die Pflanzen fressen und als Insekt eben dann dienen, für zum Beispiel den eurasischen Otter. Dann gibt es Reptilien, die Säugetiere fressen, wie zum Beispiel diese Boa constrictor. Es gibt aber auch Säugetiere, wie dieser Mongoose heißt er hier, aber den deutschen Namen fällt mir jetzt gerade nicht ein. Der frisst Reptilien, zum Beispiel eine Schlange oder zwei andere Reptilien, und ist aber ein Säugetier. Und es gibt, was haben wir hier vielleicht noch irgendwo in den Karten? Ich gucke nochmal schnell durch. So etwas wie diesen hier, den Apex Predator, den Spitzen, das Spitzenraubtier sozusagen, das ernährt sich von zwei Reptilien, kann aber nicht mehr von anderen Tieren gefressen werden. Ist sozusagen die Spitze der Nahrungskette. In diesem Falle ist es der Sekretärsvogel auf Level 4. Das sind also die obersten Tiere sozusagen, die man legen kann. Es gibt parallel aber auch noch Terraform-Karten, die gewisse Eigenschaften ausweisen, die im Solo-Spiel nicht relevant sind. Trotzdem sind die Karten hilfreich. Ich zeige euch auch gleich, warum. So, wir werden die Karten jetzt alle wieder auf einen großen Stapel legen. Mit diesen Terraform-Karten kann man zum Beispiel anderen ins Handwerk pushen. Denn was jetzt passiert, ist Folgendes. Jeder Spieler legt vor sich sein Ökosystem nach und nach aus. Dazu hat er entsprechende Aktionen, die das ermöglichen. Und jedes Mal, wenn er keine Aktionen mehr hat, im Mehrspielerspiel sind es immer drei Aktionen, dann schaut er, was hat er für ein Ökosystem liegen, kann er alle Tiere, die da liegen, ernähren durch die Pflanzen oder niedriger levelige Tiere, wie auch immer, Tiere aus dem niedrigeren Level, so rum. Wenn er die alle ernähren kann, dann ist das Ökosystem in sich vollständig und dann kann er das werten. Und zwar nach jedem seiner Züge wird gewertet. Und im Solo-Spiel ist es nur wenig anders. Ich habe hier auch eine beschränkte Anzahl von Aktionen und muss dann werten. Das Gesamtziel besteht darin, 100 Punkte zu erreichen. Und letztlich ist es ein Beat Your Own Highscore, beziehungsweise versuche so schnell wie möglich die 100 Punkte zu erreichen. Mein Rekord liegt bei 6 Runden, die ich dafür gebraucht habe. Meine ersten Spiele waren so bei 8 Runden, 7 Runden war mal ein Zufall sozusagen relativ früh. Aber jetzt bin ich so etwa bei 6 Runden, die ich brauche, um 100 Punkte zu erreichen im Solo-Modus. Beim Mehrspieler-Modus spielt das keine ganz große Rolle. Da geht es darum, wer hat als Erster die 100 Punkte erreicht. Dann wird die Runde zu Ende gespielt und wer dann die meisten Punkte hat, hat gewonnen. So. Also, wir beginnen, indem wir 7 Karten ziehen im Solo-Modus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und im Solo-Modus, im Gegensatz zum Nicht-Solo-Modus, lege ich noch 3 Karten offen aus. Das tue ich mal hier neben. An die kann ich rankommen, an diese Auslage. Und nach jeder Runde verschwindet die oberste im Ablagestapel. Die rücken nach und es kommt eine untere rauf. So, ich habe 7 Karten und ich habe 2 Pflanzen, mit denen ich beginne. Ich zeige es euch nochmal.
hier in der Detailkamera. Ich habe also ein Pflanzensymbol und noch ein Pflanzensymbol. Und für jede Aktion, die ich ausführen möchte, muss ich jetzt auch entsprechend eine Karte abschmeißen, um damit eine Aktion auszuführen. Als Aktionen habe ich eigentlich nur zwei, die mir wirklich helfen können, nämlich einmal eine Pflanze zu pflanzen, also zum Beispiel die Orchidee zu nehmen, das ist immer dann die oberste des Pflanzendecks, und eine neu aufzudecken. Das wäre eine Aktion. Eine zweite Aktion ist es, eine Karte aus meiner Hand in mein Ökosystem zu spielen, egal auf welchem Level. Ich muss nur dafür schauen, dass am Schluss die Nahrungsketten passen. Und ich habe dann noch im Solospiel eine dritte Aktion, das kostet mich aber zwei Aktionspunkte, nämlich eine von diesen Karten zu nehmen, wenn ich die brauchen kann. Zum Beispiel diese Schnecke hier. Aber wir schauen mal, was wir so machen können. Und für jede Aktion, die ich ausführen möchte, muss ich jetzt eben auch eine Karte abschmeißen. Ich habe sieben Karten und muss mir überlegen, wenn ich eine Karte ausspielen möchte, muss ich dafür eine andere Karte ablegen. Das heißt, jede Aktion Karte ausspielen kostet mich zwei Karten. Jede Aktion pflanzen kostet mich eine weitere Karte. Jede Aktion Nachschub holen, hier rausholen, kostet mich auch zwei Karten. Und jetzt muss ich mir genau überlegen, wie ich das aufbaue. Jetzt schaue ich mir erstmal an, was ich alles habe. Wir gehen wieder in die Detailkamera. Ich habe einen Käfer, der frisst Pflanze und isst ein Insekt. Ich habe den amerikanischen Biber, frisst Pflanze, isst ein Säugetier. Ich habe eine indische Kobra, die ist schon relativ weit oben mit Level 3 und braucht zwei Säugetiere oder ein Reptil, ein Säugetier oder zwei Reptilien und ist selbst ein Reptil. Ich habe noch die große Anaconda, die braucht schon drei Säugetiere und die müssen Level 2 oder niedriger sein, denn sie darf keine Level 3 Säugetiere fressen. Aber die kostet mich zum Beispiel auch keine Aktion, wenn ich sie ausspielen möchte. Ich habe aber noch keine Säugetiere. Dann habe ich noch einen Schmetterling, noch den großen Tausendfüßler, also alles Insekten, die Pflanzen fressen. Und ich habe noch den afrikanischen Hornschnabel, der braucht zwei Insekten und ist ein Vogel von Level 3. Die Anaconda ist wertvoll, 5 Punkte. Aber die jetzt zu kriegen, ist natürlich, auch legen zu können, ist jetzt eine andere Herausforderung, die ich im Moment wahrscheinlich noch nicht lösen kann. Ich müsste für die Anaconda darunter drei Säugetiere legen, von denen ich eines auf der Hand habe. Und keines kriegen könnte, was ich direkt legen kann. Das bringt nichts. Ich werde die Anaconda wohl abschmeißen müssen und dafür andere Karten besser legen können. Also. Ich glaube, irgendwas kristallisiert sich da gerade so bei mir raus. Überlege gerade so ein bisschen hin und her, wie es so von der Kombination her passen kann und auch von der Balance her, dass ich die richtigen Karten auch abschmeiße. Also. Ich denke, ich werde drei Karten legen können. Und dann noch eine Pflanze pflanzen. Ich glaube, so wird es funktionieren. Also, ich werde die Anaconda abschmeißen, oder die Kobra erstmal abschmeißen und lege dafür den Monarchfalter. Und der Monarchfalter kann sich nur von einer Blume ernähren. Ich habe ja hier die Orchidee liegen, das ist eine Blume. Und, was er mir auch sagt, hier in der Karteneigenschaft, diese Blume wird nicht verbraucht dadurch. Das heißt, ich kann auch noch ein zweites Tier von dieser Blume, von der Orchidee ernähren. Und das werde ich auch tun. Ich lege die Anaconda ab und zahle damit die Aktion, dass ich den Käfer legen kann hier. Und ich lege mir jetzt schon, ihr seht das schon, meine Nahrungskette so ein bisschen zurecht. Jetzt habe ich hier zwei Käfertiere liegen. Dann werde ich
den Tausendfüßler abwerfen, um den afrikanischen Hornschnabel legen zu können, der die beiden Käfer fressen kann. Und dann werde ich den Biber abwerfen, um noch eine Pflanze zu legen. Ich hätte ja, um den Biber legen zu können, noch eine Karte abwerfen müssen und die hatte ich nicht mehr. Aber ich kann wenigstens noch eine Pflanze nachpflanzen. Deck die nächste auf. So, damit ist die Runde zu Ende. Wir haben jetzt die Ernährungsphase. So, ich habe zwei Käfer, ich habe drei Pflanzen, das passt. Und ich habe hier zwei Käfer, den Vogel, der zwei Käfer frisst, das passt auch. Und jetzt werte ich meine Runde. So, wir gehen auf den Scoring-Block, den seht ihr hier. Runde 1, Spieler A. Und ich zähle jetzt zusammen, was ich an Punkten habe. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist ein bisschen wenig. 5 Punkte. Okay, die bleiben auch liegen. Jetzt ziehe ich 7 Karten nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und schaue jetzt wieder rein. Was habe ich noch? Ich habe zwei etwas stärkere Pflanzen. Ich spiele diesen Baumpilz. Das ist eine Pflanze. Der kostet mich noch nicht mal eine Aktion und ich darf eine Noah-Karte nachziehen. Okay, das gibt mir mehr Aktionsfreiheit, mehr Wahlmöglichkeiten. Dann, ich habe eine große Python. Die kostet mich sogar gar nichts, wenn ich sie ausspiele. Die braucht aber ein Säugetier und gerade das habe ich nicht auf der Hand. Ich habe übrigens vergessen, eine Karte geht natürlich auf. So. Und dann zeige ich euch noch mal im Detail, was ich hier gerade sehe. Zum Beispiel der Elefant, ihr seht das, der braucht drei Pflanzen und liefert sozusagen zwei Säugetierpunkte für die Ernährung eines größeren Raubtiers. Aber den muss man sich auch erstmal leisten können, im Sinne von ernähren können. Ich nehme nochmal die Reihenfolge ändere ich. Den Baumpilz spiele ich erstmal nicht, sondern ich spiele erst diese Kräuter hier. Ich zeige es euch in der Detailkamera. Den Block mal weglegen. Die kosten mich nämlich auch keine Aktion und wenn sie unter den ersten vier Pflanzen meines Ökosystems liegen, kann ich eine extra Pflanze direkt aus dem Pflanzenstapel in mein Ökosystem legen. Dann tue ich das nämlich direkt. Habe ich kostenlos noch eine Pflanze. Und jetzt spiele ich den Baumpilz und ziehe die Karte nach, die ich ja schon gezogen habe. Jetzt habe ich also eine ausreichend große Pflanzenbasis und die ist wichtig. Aber jetzt muss ich darauf achten, dass ich auch wirklich mal Punkte lege. Eigentlich wäre ja jetzt der Elefant tatsächlich in meiner Reichweite, weil ich genug Pflanzenstoffe habe, um den Elefanten zu ernähren. Ich habe die eine Pflanze, die ich brauche, um die zwei Käfer und den Vogel zu ernähren. Und dann habe ich genug Pflanzen für den Elefanten. Aber ich habe so viele Käfer jetzt gerade wieder. Ich habe hier ein ganzes Käferökosystem, das kann doch nicht wahr sein. Ich spiele mal den Schlangenadler aus, um dafür noch einen Schmetterling zu legen, der auch wieder nur von einer Blume sich ernähren kann. So, wir haben hier die Blume und da noch eine Blume. So, das sortieren wir ein bisschen um. Und dieses Umsortieren ist durchaus sinnvoll, dann hat man nämlich nur ungefähr eine Orientierung, wie seine Nahrungsketten aussehen. Auch dieser Schmetterling verbraucht seine Blume nicht, von der er sich ernährt.
dann ja, wir müssen mal tatsächlich werde ich zwei Käfer abgeben, um mir den Elefanten nehmen zu können. Und dann lege ich die Python weg. Lege ich die Python weg? Ja. Nein, ich lege die Python nicht weg. Ich lege die Kakerlake weg, um den Elefanten spielen zu können. Der braucht drei Pflanzen, die habe ich locker. So. Und jetzt lege ich die, na doch, die Python muss ich weglegen, um dafür noch eine Pflanze zu spielen. So. Jetzt kommen wir langsam in einen Bereich, der mir eine ausreichende Basis gibt, aber noch habe ich nicht wirklich was an Punkten gesammelt. Und ihr merkt es jetzt, wir gehen wieder zur Detailkamera. Erst bleiben wir hier bei der großen Kamera. Meine Nahrungsketten passen. Ich habe genug Pflanzen, um alle meine Tiere zu ernähren und auf der nächsten Ebene habe ich auch alles da. Das heißt, ich kann jetzt alles werten. Das sind 1, 2, 3, 6, 9 Punkte. Und die kommen jetzt, jetzt gehen wir wieder auf die Detailkamera, zu meinen 5 dazu. Das heißt, wir rutschen jetzt auf 14. Und ich ziehe wieder 7 Karten auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die oberste Karte geht weg. Rutschen hoch. Und da kommt ein kleines Säugetier, der Numbat. Ihr seht übrigens, noch ganz vergessen, auf der Detailkarte schauen wir es uns nochmal an. Bei diesem Schmetterling, der zählt einen Punkt, aber er würde dann drei Punkte zählen, wenn diese Bedingung hier unten erfüllt ist. Dann muss der Sassafrasbaum, die Sassafraspflanze in meinem Ökosystem sein. Das tut sie aber derzeit nicht, ist sie nicht. Die ziehe ich vielleicht irgendwann, aber vielleicht auch nicht. Das sind 118 Karten. Das muss nicht passieren, dass ich die Karte ziehe. Wir schauen, was ich habe. Ich habe eine Terraforming-Karte, die kann ich abwerfen für Aktionen. Und jetzt habe ich auch kleine Säugetiere. Jetzt kommen wir langsam in die Gegend, wo es spannend wird. Kapuzineräffchen, asiatischer schwarzer Bär, eine Krähenart, ein Makaken, eine Ratte, eine Echse. Und das können wir jetzt aber ganz gut kombinieren, denke ich. Wir legen erstmal eine Terraforming-Karte ab, um die Ratte zu spielen. Dann könnten wir die Echse ablegen, um den asiatischen Schwarzbären zu spielen. Und der wiederum ist groß genug als Level 4. Um sich von den zwei Säugetierpunkten, die der Elefant gibt, zu ernähren. Also der räubert sozusagen beim Elefanten. Dann haben wir was bringt mehr Punkte? Dann spielen wir den Felsmakaken aus, um das Kapuzineräffchen zu legen. Und das ernährt sich wiederum. Die Ratte legen wir mal hier rüber. Jetzt wird es etwas knapp. Ich gucke das mal noch ein bisschen weg. Man braucht schon ein bisschen Platz für das Spielchen. Auch wenn es nur Karten sind, die Auslage wird nachher, insbesondere wenn man sie ein bisschen strukturieren möchte, relativ groß. Dieses Kapuzineräffchen ernährt sich von diesem Insekt und dieser Pflanze. Und dann haben wir die drei Pflanzen für den Elefanten, die Pflanze für die Ratte. Passt. Okay. Und jetzt haben wir noch eine Aktionskarte übrig und mit der pflanzen wir noch eine Pflanze. Und das tun wir auf die rechte Seite. Den Zettel legen wir mal weg, den brauchen wir nicht. So. Und dann ziehen wir wieder 7 Karten auf, gucken uns jetzt aber auch nochmal an,
meine Nahrungsketten passen. Das haben wir ja beim Auslegen schon beachtet. Wenn es etwas enger ist, wenn man nicht so viel Platz hat, dann muss man bei der Ernährungsprüfung, bei der Feed Phase, bei der Fütterungsphase schon genauer gucken und dann sollte man auch von unten nach oben, von links nach rechts durchgehen und sagen, okay, passt, drei Pflanzen passt, diese Pflanze passt, die Pflanze passt, der passt, der passt, der passt, der passt. Und dann hat man seine Ernährungsprüfung abgeschlossen, damit man auch keine Karte vergisst. Wenn man den Platz hat, kann man sich das Ganze auch so hinlegen, dass man es schon praktisch komplett optisch erkennen kann, was da so passiert. Hier die Schnecke fliegt weg, da rutschen Karten nach. So, und wir müssen jetzt natürlich Punkte zählen. Dritte Runde. 1, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 16. Die kommen zu den 14 dazu, dann sind wir jetzt bei 30. So, die Venusfliegenfalle, den Brüllaffen, einen großen Käfer, das Chamäleon, einen Baumfrosch, einen Bullenfrosch und eine Boxturtle, eine Schildkröte. Okay. Frösche sind natürlich auch immer wertvoll, aber das wird schwierig. Ich schmeiße den Brüllaffen ab und lege die Venusfliegenfalle. Die hat den Vorteil, dass sie mir Punkte gibt, einen Punkt für jeweils zwei Käfer. Und als Käfer ist alles das, was mit dem Wort Bug in der Karte genannt ist, also die Tierart sozusagen. Auch die Schmetterlinge zählen hier als Bugs, als Käfer. Und die Venusfliegenfalle gibt mir einen Punkt für jeweils zwei Käfer in meinem Ökosystem. Okay, dann würde ich gerne auch noch einen Käfer spielen. Dafür lege ich die Schildkröte. Lege ich die Schildkröte ab? Nein, ich lege das Chamäleon ab und spiele dafür noch einen Käfer. Und den seht ihr auch gerade so am Rand, jawohl. Und dann habe ich noch drei Reptilien jetzt, die alle sich von jeweils einem Käfer ernähren. Aber ich kann nur eine Reptilie ausspielen, denn wenn ich einen Frosch spiele, kostet mich der eine Aktion und der gibt mir drei Punkte für jeden anderen Frosch. Genauso wie der zweite Frosch, den ich hier habe. Drei Punkte für jeden anderen Frosch. Oder ich, wenn ich andere Frösche habe. Wenn ich die beiden ausspielen könnte, würde ich damit insgesamt sechs Punkte legen können. Kriege ich aber nicht hin, weil ich habe nur noch eine Aktion, die ich jeweils dafür ausgeben könnte, nämlich die Schildkröte. Die würde mich aber auch zwei Aktionen kosten, wenn ich sie ausspielte und bekäme dafür drei Punkte. Ich glaube, das ist tatsächlich besser. Ich zahle die mit den beiden Fröschen und spiele die Schildkröte aus. Dann komme ich wenigstens glatt auf meine Karten, kann die alle auslegen und habe jetzt wieder ein komplettes Ökosystem. Wir schauen mal kurz durch. Tatsächlich habe ich sogar eine Pflanze übrig sozusagen. Das ist gut. Und dann gehen wir mal nach Punkten. Die Venusfliegenfalle, zwei Punkte, also ein Punkt für jeweils zwei Käfer. Hier habe ich zwei, vier Käfer, das sind zwei Punkte. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 20, 22. Die kommen auf die 30 oben drauf. Wir gehen wieder in die Detailkamera. 30 und 22. Stimmt das? 22? 16, 20, 22, genau sind 52. Jetzt haben wir nach vier Runden die Hälfte des Ziels überschritten.
Das muss mehr werden. Wir ziehen wieder auf 7 Karten auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier ist die oberste Karte weg. Ah, da ist der Sassafras, die Pflanze, die mir hier Punkte gibt für den Schmetterling, den ich schon liegen habe. Die Pflanze möchte ich also auf jeden Fall ausspielen. Okay, mal schauen. Um die Pflanze auszuspielen, lege ich die Terraforming-Karte ab. Die bringt mir als Solospieler nicht wirklich was. Dann spiele ich aber diesen Sassafras. Nein, der kostet mich ja gar keine Aktion. Ha, die Karte kann ich behalten. Wir gucken in die Detailkarte, in die Detailkamera. Das Sassafras kostet mich keine Aktion. Und wenn ich sie spiele, kann ich eine Noah-Karte für jeden anderen Baum, den ich habe, kann ich eine Noah-Karte ziehen. Wir gucken mal nach. Ich habe keinen einzigen Baum hier liegen. Flower, Flower, Plant, 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 Bambus, Bambus, Bambus. Ich habe tatsächlich keinen Baum liegen, sonst stünde nämlich Tree drauf. Also kann ich keine Noah-Karte nachziehen. Nun gut, dann machen wir weiter. Aber ich habe diesen Sassafras liegen und habe damit auch schon hier Punkte, 2 Punkte mehr bekommen. Dann habe ich einen kleinen Gleiter. Der kann nur Früchte essen, den brauche ich gar nicht, weil ich tatsächlich keinerlei Früchte hier liegen habe. Wir haben nur Blumen, normale Pflanzen und den Bambus liegen und einen Baum. So. Galapagos-Schildkröte, noch eine Kröte und noch ein Mantis. Ach, interessant. Den brauche ich aber auch nicht. Was haben wir denn noch an Pflanzen? Diese Pflanze hier haben wir übrig. Jetzt rücke ich noch mal ein bisschen was zurecht. Ich lege mal diese 3 Pflanzen hier etwas versetzt übereinander, um ein bisschen Platz zu sparen. Von diesen beiden Pflanzen ernähren wir diese Kette hier. Von dieser einen Pflanze ernähren wir diese Kette hier. Von der Pflanze ernähren wir jene Kette. Jetzt habe ich hier noch 2 Pflanzen übrig auf der rechten Seite. Ihr seht sie vielleicht ganz am Rand noch, jawohl. Das Ganze kann ich jetzt noch ein bisschen nach links schieben. Jawohl, das kriegen wir jetzt hin. Jetzt kommen wir wieder ein bisschen besser ins Bild. Jawohl. Jetzt habe ich dort unten 2 Pflanzen liegen. Und ich habe 2 große Reptilien, die mir Punkte bringen. Aber ich habe den Iguana, der Früchte braucht, und ich habe keine Früchte. Das heißt, ich lege den Iguana ab und spiele dafür die Galapagos-Schildkröte, die sich von 2 Pflanzen ernährt und mir 3 Punkte gibt. Was haben wir denn noch an freien Nahrungsquellen? Habe ich alles gar nicht. Ich brauche eine Frucht oder noch einen Käfer. Ich lege mal einen Frosch weg und pflanze noch eine Pflanze nach. Noch eine Blume, immer noch keine Frucht. Dann schauen wir mal, was wir noch an Angebot haben. Das ist ein Säugetier und das ist ein Säugetier. Das ist ein Reptil und das ist ein Reptil und da ist ein Vogel. Ha. Wir können etwas umbauen, glaube ich. Wenn ich
diesen Sugar Glider ablege, ich zeige den euch in der Detailkamera, der darf entweder Früchte essen oder einen Level 1 Käfer. So, den spiele ich mal aus. Wir haben keine Frucht, aber wir können dieses Kapuzineräffchen, das kann sich auch alleine von zwei Pflanzen ernähren. Und damit können wir den Schmetterling hier rüberlegen. Und von dem Level, von dem das Kapuziner oder dieser Glider kann sich jetzt hier, ihr seht das noch nicht mal mehr. Verdammt, ist das breit geworden. Also wir legen das Ganze so hin, dass wir immer schmaler werden. So, jetzt seht ihr es wieder. Ich habe hier unten eine Pflanze, von der ernährt sich dieser Schmetterling und der Sugar Glider ernährt sich von diesem Schmetterling. Weil wir sonst keine Frucht haben, er könnte sich nicht von der Pflanze ernähren. So, jetzt haben wir es zusammen. Habe ich noch eine Karte übrig. Die lege ich ab, um nochmal eine Pflanze nachzupflanzen. Wieder eine Orchidee. Hier wird nachgeschoben und ich ziehe 7 Karten auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und wir müssen wieder werten. Meine Nahrungsketten passen, das haben wir jetzt gerade beim Anordnen gesehen. Und ich habe immer noch 4 Käfer, das gibt 2 Punkte hier unten. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11. Das sind 3, sind 14, 16, 19, 22, 24, 28 Punkte. Das sind, jetzt kommen wir wieder auf die Detailkamera, das sind dann 60, 80 Punkte glatt. Und wir werden in der 6. Runde, weil wir über den 20 Punkten jetzt schon liegen, bei 28 würden wir über die 100 kommen. Und dann ist Ende. Wir schauen weiter. Was habe ich noch gezogen? 1, 2, 3, ganz viele Käfer. Da ist noch der Karakal, das ist ein Raubtier. Auf Level 2. Der kann aber den Level 3 Vogel nicht essen. Dann habe ich jetzt einen Baum. Der kostet mich nichts, der California Redwood, den lege ich ganz rechts an den Rand, den seht ihr schon nicht mehr. Aber der sagt mir, ich kann für jeden anderen Baum, den ich habe, noch, der kostet mich erstens keine Aktion und zweitens kann ich für jeden anderen Baum noch eine Karte nachziehen. Und ich habe einen Baum mit diesem Sassafras, das heißt, ich ziehe noch eine Karte nach, das ist schon mal gut. Was habe ich denn hier noch an schönen großen? Oh, den Seiden, eine Seidenraupe. Die braucht aber schon 2 Pflanzen. Ich werde Folgendes tun. Ich lege die Zikade ab und spiele dann in die Detailkamera die Inspiration. Das ist eine Terraforming-Karte. Und die erlaubt mir, einfach mal 3 Pflanzen aus dem Pflanzenstapel in mein Ökosystem zu holen. Das heißt, 1, 2, 3. Ich fange hier oben, passt mal auf, das machen wir anders. Ich fange hier oben einfach mal neu an. Mit den neuen Pflanzen, die ich da oben habe. Das seht ihr jetzt, genau. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir Punkte dort bekommen. Ich lege den Ara ab, der kann sich nämlich nur von Früchten ernähren und ich habe keine einzige Frucht, erst hier liegt die nächste Frucht. Lege ich den Ara ab und spiele dafür den Seidenwurm, die Seidenraupe. Die braucht mindestens einen Baum, den habe ich aber hier und braucht 2 Pflanzen, das passt. Dann lege ich dann lege ich diese Miesamratte oder was das ist ab und spiele dafür eine von diesen beiden Karten.
Ich nehme mal den Caracal. Jetzt liegt er ganz oben. Und dann lege ich noch den Grashüpfer ab und spiele endlich mal eine Frucht. Okay, damit hätten wir die sechste Runde durch. Nahrungsketten passen soweit. Ich habe eigentlich zu viele Pflanzen. Und wir werten jetzt nochmal. Hier habe ich nichts verändert. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Käfer. Das gibt für die Venusfliegenfalle nach wie vor 2 Punkte. 3, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 3 sind 17, 20, 3, 25, 29. Habe ich mich eben wahrscheinlich verzählt. Hätte ich wahrscheinlich einen Punkt mehr. 29 und die 6 sind 35. So, und dann wieder Detailkamera, 35 Punkte dazu. Wir haben 115. Eventuell sind es 116. Damit haben wir das Ziel von 100 Punkten erreicht, innerhalb von 6 Runden. Und jetzt gucken wir in die Regel, was das bedeutet. Auch hier schauen wir in die Detailkamera. 6 Runden der Saint of Noah. Und unter 5 Runden, dann wären wir die True Force of Noah. Aber 6 Runden ist schon ganz gut. So, ihr seht also, das war eine Runde Noah Planet. Kleine Box, viele Karten, aber ein aus meiner Sicht auch hübsch gestaltetes Set-Collection-Spiel mit dem durchaus interessanten Thema, was Nahrungsketten angeht. Ich finde es spannend. Und wenn man es zu mehreren spielt, dann entfalten diese Terraforming-Karten, wo man dem anderen vielleicht auch wirklich ins Gehege fahren kann, im wahrsten Sinne des Wortes, dass man nämlich ihm eine Pflanzenkarte rauben kann und damit eventuell sogar eine ganze Nahrungskette zerstört, entfalten sie wirklich ihre Macht. Und das ist schon ein sehr spannendes Spielchen, wenn man es zu dritt oder viert spielt. Zu fünft habe ich es noch nicht gespielt und auch noch nicht zu zweit, habe aber schon gehört, dass Zweierpartien ebenfalls sehr spannend sein sollen. Optisch ist es schön gestaltet. Ihr habt eben schon ein paar Karten gesehen. Wir gehen noch mal ein bisschen was durch, was ich jetzt hier liegen habe. Oh gut, die Ratte ist jetzt nicht jedermanns Freund. Ich zoome mal ein bisschen rein. So, da ist die Ratte. Käfer sind auch nicht jedermanns Sache, aber hier ist zum Beispiel der Elefant oder das Kapuzineräffchen oder der Schwarzbär, eine Boxturtle. Hier ist der süße kleine Gleiter, der Sugar Glider, der afrikanische Hornschnabel oder auch der Caracal. Hier ist noch ein Schmetterling und hier noch ein Schmetterling. Das war jetzt ein paar hübsche Karten aus der ganzen Auswahl. Wir haben noch die Galapagos-Schildkröte da. Also ihr seht, es sind hübsche Karten und der ist auch nett. Den deutschen Namen kenne ich dafür tatsächlich jetzt nicht auf Anhieb. Irgendein nachtaktives Tierchen, so wie es aussieht. Sehr hübsch. Und das Faultier habe ich auch gerade gefunden. Da liegt es, oder da hängt es. Sehr hübsche Fotos da drin. Das Thema, dass wir hier ein Ökosystem aufbauen, das sieht man schon. Dass das jetzt in dieser Geschichte mit, keine Ahnung wie viele Jahre nach dem Sechsten Weltkrieg oder so stattfindet, das hat hier gar keine Relevanz. Aber ihr habt gemerkt, ein spannendes Spiel. Was man jetzt noch machen muss, wenn man so aufräumt, dann muss man tatsächlich die Originalpflanzenkarten wieder auf der Rückseite sortieren. Die hat man ja nachgezogen ständig. Die kommen wieder zurück in den Pflanzenkartenstapel. Das waren dann doch einige bei mir. Okay, so, und die Vielfalt der Karten, 118 Karten, die erlaubt auch tatsächlich ein vielfältiges Spiel. Jedes Ökosystem ist anders, was man dann spielt. Macht wirklich Spaß, das auch mal zu dritt oder viert auszuprobieren. Solo, habt ihr gesehen, lässt sich das auch vergleichsweise zügig spielen. Wenn man nicht die ganze Zeit dann nebenbei erklären und seine Züge begründen muss, dann geht das auch innerhalb von wenigen Minuten einmal durch. Aber es lässt sich eben nicht mal so schnell im Zug spielen, also oder auf dem Flieger oder sowas. Das ist jetzt kein kleines Spiel, was die Spielfläche, die benötigte Spielfläche angeht. Das braucht schon etwas mehr. Ich hoffe,
Ihr hattet einen schönen Eindruck von diesem Spiel. Wenn ich was falsch gemacht haben sollte und Marc, du weißt es, ne, du kennst die Regeln. Wenn ich was falsch gemacht habe, sag Bescheid, schreib es mir in die Kommentare. Natürlich hätte ich vielleicht auch einige Dinge besser spielen können. Auch das schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr da Dinge gesehen habt, die ich jetzt nicht auf Anhieb gesehen habe. Und wenn euch der Eindruck gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen und ein Abo da. Dann komme ich vielleicht auch mal über die 1000. Das bin ich nämlich jetzt gerade eben noch nicht. Wer noch einen Kumpel kennt, der vielleicht noch abonnieren möchte, bitte gebt dem Bescheid. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Bis dahin, euer Spartakus.